Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Zitronen-Frischkäse-Schmetterling hergestellt habe. Der sieht nicht nur klasse aus, der schmeckt auch wirklich total lecker, total frisch nach Zitrone. Und jetzt legen wir direkt mal los mit den Zutaten. An Zutaten benötigen wir Zucker, Butter, Speisestärke, Mehl, Eier bzw. ein Ei. Ich habe das Rezept reduziert, da ich nur in einer 20er Springform backe. Das Rezept ist aber dann für eine 26er Springform. Milch, Vanillezucker, eine Prise Salz und Backpulver. Das Backpulver hatte ich vergessen dazuzustellen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox oder auf meiner Internetseite www.candy-cake.de. Und jetzt starten wir direkt mit der Zubereitung. Als erstes geben wir die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und die Prise Salz in eine Schüssel und schlagen es schön cremig. Dann geben wir die Eier einzeln dazu, in meinem Fall ist es jetzt nur ein Ei, und schlagen es noch schön unter. Dann kommt die Speisestärke, das Mehl und das Backpulver dazu und wird nochmal kurz durchgerührt. Und dann kommt noch die Milch dazu und wird nochmal kurz durchgerührt. Der Teig kommt dann in eine mit Backpapier ausgelegte Springform, wird dann nochmal schön glatt gestrichen und kommt dann bei 150 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen für ca. 50 Minuten. In der Zwischenzeit, wo der Kuchen im Backofen ist, bereiten wir die Tränke vor und dafür brauchen wir Puderzucker und Zitronensaft. Das vermischen wir miteinander, für rühren das gut und stellen es erstmal beiseite. Sobald der Kuchen fertig gebacken ist, lassen wir ihn 10 Minuten abkühlen, stechen dann mit einem Schaschlikspieß kleine Löcher hinein, geben dann die Tränke darüber und lassen ihn dann komplett auskühlen. In der Zeit, wo er jetzt komplett auskühlt, machen wir mit der Füllung weiter und ich zeige euch jetzt die Zutaten dafür. Wir benötigen Sahne, Zucker, Frischkäse, Vanillezucker, frisch gepresster Zitronensaft und Götterspeise, Zitronengeschmack natürlich. Und los geht es mit der Zubereitung. Wir geben kaltes Wasser in den Topf, geben die Götterspeise dazu, verrühren es und lassen das Ganze erstmal 5 Minuten quellen. Nach 5 Minuten Quellzeit fügen wir den Zucker hinzu, schalten den Herd auf niedriger Stufe an und erhitzen das Ganze unter ständigem Rühren. Wichtig ist, dass es wirklich auf niedriger Stufe erwärmt wird, es darf nicht kochen und das nur so lange, bis sich der Zucker und die Gelatine komplett aufgelöst hat. Wenn sich dann alles aufgelöst hat, dann das Ganze in ein anderes Gefäß umfüllen und dann für ca. 50 Minuten kalt stellen, bis die Gelatine anfängt zu gelieren. Unser Boden ist mittlerweile komplett abgekühlt und jetzt setzen wir einen Tortenring außenrum und machen mit der Füllung weiter. Jetzt geben wir den Frischkäse, den Zucker, den Zitronensaft und den Vanillezucker in eine Schüssel und verrühren das gut mit dem Schneebesen. Jetzt schlagen wir die Sahne steif, stellen sie aber erstmal noch beiseite. Dann holen wir unsere Götterspeise aus dem Kühlschrank, die mittlerweile anfängt zu gelieren, und rühren sie gut unter unsere Frischkäsemasse. Jetzt nehmen wir unsere Sahne und heben sie vorsichtig unter unsere Gelatinemasse unter. Wenn die Sahne dann gut untergehoben ist, nehmen wir unseren Boden und verteilen die Creme darauf. Das Ganze kommt jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag habe ich dann den Kuchen von dem Tortenring befreit, habe ihn dann in der Mitte einmal geteilt und habe sie dann falschrum aneinander gesetzt, so entstehen dann die Flügel für einen Schmetterling. Zum Dekorieren von dem Schmetterling habe ich ihn dann wieder zu mir umgedreht, habe mir dann noch etwas Sahne aufgeschlagen, habe diese in einen Spritzbeutel gefüllt und habe dann somit mir einen Körper aufgesprüht, also das in der Mitte, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei dem Schmetterling jetzt gerade. Und dann noch am Flügel habe ich mir noch was aufgesprüht und einfach, ja, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er den Schmetterling dann dekorieren möchte. Und dann habe ich mir noch so Eiswaffeln genommen, also die Eisröllchen. Diese habe ich dann für die Fühler genommen. Und dann habe ich mir noch Zitronen- und Limettenspalten zur Dekoration zurechtgeschnitten und in die Sahne gesteckt. Und dann habe ich noch so Neoperls in den Farben Gelb und Grün ist es. Und die habe ich dann noch über den Schmetterling gestreut und dann war meine Deko auch schon für den Schmetterling fertig.
Jetzt sind wir am Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert ihn aus, macht ihn nach. Also er ist wirklich super lecker, toll für den Sommer. Ihr braucht ihn natürlich nicht als Schmetterling machen. Das war einfach nur mal als Deko-Idee. Wäre auch schön für einen Kindergeburtstag. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das im Anschluss ganz schnell nachholen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich nun super freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis dann. Tschüss.